Wir betrachten jetzt hier aber nur diese einfache einzelne Nervenzelle und gucken jetzt, wie man mit Trainingsdaten diese Stellschrauben einstellt. Okay? Wie trainiert man also ein neuronales Netz? Dazu zunächst wieder unsere Daten und ich hoffe, Sie können das sehen, so ungefähr. Das soll hier die Farbe gelb sein. Sie kam irgendwie raus bei der Art, wie ich das irgendwie mit dem Plotly Express irgendwie geplottet habe. Ich habe das vielleicht nicht so ganz geschickt gemacht. Jedenfalls irgendwie war das die Farbe und ich hatte da jetzt keine Geduld mehr, da die Farben irgendwie einzustellen. Das ist jetzt eine Darstellung von diesen Trainingsdaten von jetzt. Das sind mehr als 20 Punkte. Hier sind die ersten 20 Punkte von meiner Trainingsmenge. Wie habe ich die jetzt bekommen? Ich habe einfach diese Iris-Daten wieder genommen, habe jetzt nur die ersten zwei Klassen genommen, das sind also die ersten 100 Punkte und habe die Funktion Split in Training und Test drauf angewandt von Python, so dass ich also damit eine Trainingsmenge habe, die auch schön durcheinander ist. Ich kann Ihnen das gerne mal im Code zeigen, nur der Vollständigkeit halber. Also hier oben werden die Libraries reingeladen, dann lade ich wieder wie immer die X und Y rein von meinem Iris-Dataset und jetzt hier an dieser Stelle nehme ich die ersten 100 Punkte und nehme nur die ersten zwei Features, weil ich will jetzt nur X1 und X2 haben und nicht mehr. Ja? Und jetzt mache ich hier noch so etwas Technisches, das erkläre ich Ihnen vielleicht später. Und wenn ich das gemacht habe, anschließend splitte ich das jetzt in diese Training- und Testmenge. Ja? Und was ich Ihnen jetzt hier zeige, sollte ungefähr der gleiche Plot sein, wie der jetzt ausgerechnet wird. Aha, da haben wir den Plot. Ja, das ist der Plot, den ich Ihnen gerade gezeigt habe. Da plotte ich für Sie also hier die Trainingsdaten mal einmal, wie die so aussehen. Gut, so weit, so gut. Das Ziel ist jetzt in diesem Fall, wieder einen Classifier zu lernen. Und in diesem Fall meinen wir mit Classifier eine gerade Linie, die genau zwischen diesen Daten hergeht. Ja? Und diese gerade Linie ist jetzt eine Visualisierung von dieser Zahl, die ich da am Ende ausrechne. Und zwar ist es so, ich zeige Ihnen das mal auf dem nächsten Slide, wir wollen das so haben, dass für die blauen Punkte, ja, also wenn y gleich 1 ist, ja, y war das Label, dann soll diese Zahl, die ich ausrechne mit meinem neuronalen Netz, ungefähr gleich 1 sein, ja, beziehungsweise größer 0 zumindest. Und für die gelben Punkte, die man hier wirklich nicht mehr sehen kann, glaube ich, aber die da sind, da soll das Ganze negativ sein, also da soll das ungefähr minus 1 sein. Ja? Entsprechend entlang der Linie haben wir, dass dieses Ding genau gleich 0 ist. Das heißt, es gibt jetzt hier diese Funktion, die wir hier hingeschrieben haben mit dem neuronalen Netz. Und wenn ich jetzt hier so eine gerade Linie reinmale, dann bedeutet das, das ist die Trennungsebene oder so eine Trennungslinie. Und entlang der Linie gilt genau, dass diese Funktion gleich 0 ist. Und auf der einen Seite der Linie bekomme ich eine positive Zahl, auf der anderen Seite der Linie bekomme ich eine negative Zahl. Ja? Das ist also auch eine Möglichkeit, wie ich einen Classifier sozusagen formulieren kann. Wir hatten ja letztes Mal Nearest Neighbor uns angeguckt, wo ich einfach meinen nächsten Nachbarn nehme. Und das ist jetzt eine andere Art. Ja, da rechne ich also so eine Formel aus mit meinen Merkmalen. Nehmen wir mal an, ich habe W1, W2 und B schon eingestellt. Und dann sagt mir das Ergebnis, positiv oder negativ, sagt mir dann, ob es die eine oder die andere Klasse ist. Okay? So, ein Training bedeutet jetzt, dass ich irgendwie die beste Linie finde, die da so schön zwischendurch geht. Weil am Anfang fange ich ja mit irgendwelchen zufälligen W1, W2 und B an. Ja, da habe ich irgendwelche Zahlen reingepackt, zufällig oder Nullen oder Einsen, irgendwas, womit man anfängt. Und Training bedeutet, dass ich sozusagen diese Stellschrauben nach und nach so einstelle, dass es stimmt. Ja, das können Sie sich so vorstellen wie der Toningenieur, der an seinem Mischpult steht und der eine subjektive Vorstellung von Ästhetik hat, wie sich das anhören soll da auf der Bühne. Und der dann per Kopfhörer die Schieberegler so lange hin und her schiebt, bis es irgendwie dem Geschmack entspricht. Das ist also dann sozusagen das Optimum gefunden. Das ist also ziemlich genauso. Und wir werden jetzt so lange an dem W1, W2 und dem B rumschrauben, bis diese Linie hier so schön liegt, dass es für alle Datenpunkte einigermaßen funktioniert. Hier nochmal anders formuliert. Unser Ziel des Trainings ist es also jetzt, W1, W2 und diesen Bias zu finden, sodass alle Sachen richtig trainiert, also alle Sachen richtig klassifiziert werden von dem Ding, sodass ungefähr plus 1 und minus 1 rauskommt. Warum nur ungefähr? Naja, diese Funktion funktioniert so, dass ich auf der Linie genau 0 habe und je weiter ich mich davon entferne, bekomme ich halt eine immer größere Zahl raus. Ja? Und genauso in diese andere Richtung bekomme ich eine immer kleinere Zahl raus. Das bedeutet, wenn ich jetzt über so einen ganzen Bereich blaue Punkte habe, dann habe ich nur genau eine gerade Linie, auf der sozusagen die Funktion genau 1 ist.
Ja, und ein bisschen darunter wird es halt ein bisschen kleiner sein, ein bisschen darüber wird es ein bisschen größer sein. Gut, jetzt kommt Notation. Wie schreibt man das jetzt auf? Wir wollten ja bis zur Kurvendiskussion kommen. Ja? Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie Formeln aufschreiben. Zunächst mal nennen wir jetzt mal diese Datenpunkte, die wir betrachten, also Trainingsdaten. Nennen wir sie mal x oben i. Ja? Und dann stehen da noch so Klammern rum. Warum macht man das jetzt als Mathematiker so? Man möchte halt gerne Indizes unten benutzen, in diesem Fall, um die einzelnen Koordinaten beschreiben zu können. Und gleichzeitig möchte ich aber auch noch meine Datenpunkte durchnummerieren. Deswegen schreibe ich dann auch noch einen Index nach oben dran. Ja? Und den schreibe ich deshalb in Klammern, damit man das nicht verwechselt mit x² oder sowas. Ja, deswegen steht der also in Klammern. Es gibt Situationen, wo man auch noch links oben einen Index hat oder rechts unten einen Index oder sowas. Das wird dann beliebig kompliziert, ist meistens, je länger man drüber nachdenkt, desto besser kann man die Notation dann noch so tunen. Das muss nicht sein. Also mehr als zwei Indizes müssen es wirklich nicht sein. Gut, das heißt jetzt aber, das ist also die erste Koordinate vom i-ten Datenpunkt. Ja, wenn i gleich 1 ist, dann wäre das die erste Koordinate vom ersten Datenpunkt. Also ein bestimmter Eintrag in dieser Datenmatrix, die wir gerade gesehen haben. Und das Gleiche mache ich mit meinem Label y, da schreibe ich auch oben diesen Index dran und dann weiß ich, das ist das Label vom i-ten Datenpunkt. Okay? Also kann ich meine Trainingsdaten folgendermaßen schreiben. Ich habe so zweidimensionale Merkmalsvektoren, x1, x2 und so weiter bis xn. Ja? Und man schreibt dann auch, das sind Elemente von dieser Menge. Dieses E haben Sie vielleicht schon mal gesehen, das sind einfach die reellen Zahlen, das ist die Menge aller reellen Zahlen. Und R Quadrat bedeutet, das ist die Menge aller Paare von reellen Zahlen. Ja, da sind jetzt also nicht nur die Quadratzahlen drin, sondern das ist anders, das sind also immer Paare von reellen Zahlen, wenn ich R hoch 2 habe. Okay? Zum Beispiel minus 1 plus 5 wäre da drin, so ein Paar. Und diese Paare sind ja nichts anderes als zweidimensionale Vektoren. Ja, deswegen schreibt man das also so hin. Gut. Und dann habe ich noch die Labels, da kann ich auch genauer aufschreiben, was das jetzt bedeutet. Die sollen jetzt aus der Menge minus 1 und 1 sein. Okay? Vorher hatten wir auch schon mal Labels, die waren 0 und 1 oder so. Das muss man immer irgendwie passend machen zu der Funktion, die man lernen möchte. In diesem Fall soll jetzt mal minus 1 und plus 1 das sein. Warum? Weil entlang dieser Linie möchte ich ja die 0 haben. Ich möchte also am Vorzeichen sehen können, ob es die eine oder ob es die andere Klasse ist. Gut, soweit so gut. Das sind die Trainingsdaten. Kommen wir zum Trainingsfehler. Ja, jetzt schreibe ich hier eine Formel hin und wenn man die ausrechnet, dann hat man eine Zahl, die uns sagt, wie gut sind wir schon auf unseren Trainingsdaten. Das heißt, jetzt will ich eine Zahl hinschreiben, die mir sagt, wie gut funktioniert die aktuelle Einstellung von W1, W2 und B. Okay? Und das ist diese Formel. Die sieht jetzt nur deshalb so kompliziert aus, weil ich sie ausführlich hingeschrieben habe. Schauen wir uns das mal genauer an. Ja, in jeder Zeile kommt ein anderer Datenpunkt vor. Das ist sozusagen der Beitrag vom ersten Datenpunkt zum Fehler, das ist der Beitrag zum Fehler vom zweiten Datenpunkt und so weiter. Und die addiere ich alle auf. So, was ist jetzt hier dieser Fehler? Da kommt wieder die Funktion vor, die wir gehabt haben als neuronales Netz, minus das wahre Label. Ja, vorher hatten wir als Label ja auch so Strings, also so Zeichenketten, Iris Setosa oder Iris Virginica. Mit denen kann man natürlich nicht rechnen. Deswegen sind jetzt unsere Labels auch Zahlen, und zwar minus 1 und plus 1, damit man die in so einer Formel halt benutzen kann. Okay? Und ich vergleiche also das Ergebnis von meinem neuronalen Netz für einen bestimmten Datenpunkt mit dem wahren Label. Und nehmen wir mal an, da käme jetzt hier ungefähr 1 raus, ja, und das wahre Label ist auch 1. Dann kommt da also eine Zahl raus, die relativ klein ist, vielleicht 0,01, vielleicht auch minus 0,01 oder sowas. Und die Zahl quadriere ich dann noch. Ja, warum quadriere ich das Ganze jetzt noch? Naja gut, ich will halt irgendwie sicherstellen, dass wenn dieses Ding nicht 0 ist, also eine Abweichung entweder ins Positive oder ins Negative habe, in beiden Fällen sozusagen mache ich ja was falsch und mein Fehler soll das irgendwie reflektieren. Das heißt, es ist egal, ob ich ein bisschen zu groß bin als die plus 1 oder ein bisschen zu klein als die plus 1. In einem einen Fall kommt ja eine positive Zahl, in einem anderen Fall eine negative Zahl raus. Wenn ich das Ganze quadriere, kriege ich auf alle Fälle eine positive Zahl. Ja? Das heißt also, dieses Quadrieren führt dazu, dass ich den Fehler messe, egal ob ich dieses Ziel unterbiete oder überbiete. Gut, und das mache ich jetzt ja einfach für jedes meiner Datenpunkte und das ist der Trainingsfehler. Gut, schauen wir uns das jetzt an. Das Ding hier ist jetzt
auch wieder eine Funktion, die ich irgendwie ausrechnen kann. Meine Daten sind gegeben, die sind jetzt also konstant. Das heißt, die x, da drehe ich gar nicht dran. An den y, da drehe ich auch nicht dran. Sondern die einzigen Stellschrauben, die dieses Ding jetzt hat, sind W1, W2 und B. Ja, da kann ich jetzt also dran drehen, bis dieser Term hier eine Zahl ausspuckt, die möglichst klein ist. Okay, diesen Term will ich also minimieren. Macht ja auch Sinn, den Trainingsfehler will ich minimieren. Das ist das Ziel. Gut, nochmal anders hingeschrieben. Man ist dann ja faul als Mathematiker, man will nicht so viel schreiben. Das heißt, wir schreiben das mit diesem Summenzeichen hin. Okay? Das ist jetzt einfach nur eine Notation. Ja, Sie jetzt als halbe Informatiker und Informatikerin kennen das ja, das ist einfach nur eine For Loop, wo ich alle Sachen aufaddiere, die jetzt in der For Loop drinstehen. Ja, das ist also hier eine Loop, die geht von i gleich 1 bis n und ich summiere alle diese Terme auf. Ja. Ich habe also jetzt hier eine neue Variable erfunden, die Variable i. Ja, die existiert auch nur innerhalb von diesem Teil hier unter dem Summenzeichen. Außerhalb vom Summenzeichen darf ich die Variable i nicht benutzen jetzt hier. Und die läuft sozusagen über alle meine Datenpunkte drüber. Und das ist einfach nur eine Kurznotation für das Gleiche, was hier oben steht. Okay? Und das ist natürlich einfacher. Okay, soweit, so gut. Wir können es aber noch kürzer schreiben. Ja, und da benutzen wir jetzt Vektoren. Okay? Also hier steht schon alles im Prinzip. Fangen wir an, was hier vorne steht. Also wir haben, das ist das, was wir eben auch schon gehabt haben, unser neuronales Netz. Und jetzt schreiben wir das irgendwie geschickt um. Und zwar machen wir Folgendes. Wir fügen ein drittes Merkmal unseren Daten hinzu. Und zwar hat dieses Merkmal nichts Gemessenes, nichts Interessantes drin. Da steckt einfach nur eine 1 drin. Okay? Die ist also konstant für alle Datenpunkte, dieses x3. Und dann führen wir noch eine weitere Gewichtsskala ein, den W3. Ja? So, und dieser W3, das ist jetzt einfach nur eine Umbenennung vom Bias. Vorher haben wir plus B geschrieben, jetzt schreiben wir plus W3 mal x3. x3 ist ja gleich 1, ist also genau das gleiche wie vorher. Wir haben es nur ein wenig umformuliert. Ja? So, das ist jetzt aber ganz schön, weil das ist jetzt ein inneres Produkt zwischen zwei Vektoren. Ja, wenn ich jetzt hier zwei Vektoren nehme, den Vektor w mit w1, w2, w3 und einen Vektor x1, x2, x3, und ich rechne das sogenannte innere Produkt aus, ja, oder das ist eine Matrix-Matrix-Multiplikation, ja, wobei die Matrizen halt nur eine Zeile und nur eine Spalte haben, das ist das Gleiche, ja, dann kann ich das also noch kürzer hinschreiben. Also dieses w transponiert mal x ist also das Gleiche wie diese Summe hier an der Stelle, nur kürzer hingeschrieben. Dann habe ich eine noch kürzere Schreibweise, die mir das Ganze jetzt noch weiter abkürzt. Ja, den Trainingsfehler kann ich also auch schreiben als Summe über alle Datenpunkte. Und jetzt habe ich nur noch w transponiert mal xi minus yi in Klammern zum Quadrat. Ja, das ist also noch eine kürzere Schreibweise, die irgendwie praktisch ist. So, was ist jetzt mit dem Bias passiert? Der Bias hat nur einen neuen Namen bekommen. Das ist jetzt einfach ein drittes Gewicht. Das waren vorher ja auch drei Schieberegler, an denen ich drehen kann. Nur, dass die ersten beiden hießen W1 und W2 und der letzte hieß B, weil es der Bias ist und der ein bisschen so eine Sonderrolle hat. Und jetzt heißt der dritte halt einfach W3 und die Notation ist nochmal einfacher geworden. Okay? Gut, also das ist der Trainingsfehler. Das Ziel ist also jetzt, den Trainingsfehler zu minimieren, dieses Optimierungsproblem zu lösen. Ja? Ich möchte also diesen Term hier minimieren, das soll jetzt dieses Min heißen. Und dann schreibt man typischerweise die Variablen, über die man verändern darf, also die Stellschrauben, die schreibt man dann unter dieses Min. Ja, dann weiß, es könnte auch Min x oder sowas sein, dann würde man über x minimieren. Aber in diesem Fall minimieren wir über W1, W2 und B. Das ist jetzt, könnte man auch anders schreiben, man könnte auch schreiben, ich minimiere über den Vektor W. Ja, das ist jetzt hier insofern vielleicht ein bisschen ungeschickt, dass diese Dinger gar nicht mehr hier vorkommen. Aber Sie wissen ja, wo die sind alle in diesem Vektor W aufgesammelt.